Wir hoffen auf Leslie und nicht auf Komet. Fireworks and Balloons, der Frauenmagnet. Ja, Leslie! Jawohl, Junge! Heute ist ein schöner Tag. Heute ist ein schöner Tag. Es gibt Feuerwerk. Ja. Wird das Geld wieder rausgeschleudert. Wow, geil. Ich freue mich schon. So, ziehst du jetzt bitte deine Schuhe an. Äußerst schön. Ja, sicher. Übrigens. Denn wir fahren jetzt los zum Center Shop. Ja. Wir sind allerdings etwas spät. Wir haben schon 6:30. Wir werden jetzt gleich losfahren. Doch vorher gibt es traditionell den ersten Knüller. Ja, es ist ganz schön kalt. Wette von Nico. Ja. Kategorie 1. Du bist ganz schön eingemummelt. Ja, mir ist recht kalt, ey. Oh nein. So. Oh, ist das von dir? Oh. Nee, nicht so gut. Heureka! Hey, voll schön. Boah, gute Brenndauer. Heureka. Ja, schön. Wir müssen jetzt das Auto enteisen. Dann sind wir da. Jetzt in wenigen Minuten. Wir fahren um diesen schönen Weihnachtsbaum herum. Dann fahren wir ein zum Center Shop. Letzten Meter. Blinker setzen. Dann erst zu Casino Royale. Wa? Jetzt noch ein Weihnachtsbaum. Ja, wir brauchen noch. Also, wir haben noch Zeit. VfL Bochum. Jetzt waren wir hier beim Center Shop. Das ist unsere Ausbeute. Wir haben hier dreimal das Chili Pepper und noch viele andere Sachen, die wir nochmal testen werden. Bombenstimmung. Dann natürlich. So Moskitos gab es. Moskitos? Moskitos, da waren wir ganz gierig. Da habe ich auch noch einen gepackt hier. Jawoll! Wo sind sie? Jawollo! Jawoll! Hier! Ja! Geil. Und jetzt geht's weiter? Denk mal in Aldi oder in Netto oder so. Ab in Aldi. Die Double Power. Oh, die brauche ich auch. Ja, die brauche ich auch kaufen. Ja, da hat er seinen Einkauf gemacht. Guck mal, die kriegen die Karre nicht mal jetzt aus, weil der Mülleimer vorsteht. Hey. Ja. Das war wirklich erfolgreich. Also, eigentlich ganz okay. Boah. Hammer. Boah, geil. Boah, richtig gut. Wie die drei von der Tankstelle. So sitzt ihr da. Hm? Discount. Ja. Oh, was? Komet? Oh, wir müssen noch in einen anderen. Hier gibt es nur Komet. Ach. Guck. Ich glaube es nicht. Ja. Ja, was ist hier denn los, Mensch? Hier gibt's nur Komet. Ja, kein Ding. Ist hier kein? Nein. Aber kein Scheiß. Wir waren jetzt im Netto, es gab nur Komet. Wir müssen später noch in einen anderen Netto für Leslie. Ja, und jetzt geht's weiter in Lidl. Wir haben mittlerweile wie viel Uhr? 8:10. Wir sehen uns gleich später wieder. Guck mal, Autogas ist umsonst. Ja, stimmt. Nun wird unser größter Posten gekauft wahrscheinlich. Casino Royale! Silvester 2K! Jetzt gleich zweimal Casino Royale. Ne? Casino Royale! Casino Royale! Ja, eingeparkt. Los geht's! Ich werde jetzt auch meinen Müll entsorgen. Ist das nicht nett? Ja, sehr, sehr. Ich bei dir im Auto liegen. Das ist wirklich nett.
Oh, jetzt wollt ihr auch Kaffee, jetzt geht's gut. Mhm. Kriegt denn. Da, achso, nee. Der fällt bestimmt da raus. Ohne Zuckerzugabe. Ja, du musst noch zahlen. Was ist das denn? Ist das durchgefallen? 50 Cent kostet ein Kaffee hier, oder was? 5 Euro. Oh. Boah, ich dachte jetzt echt, das ist ja eine Technik. Wir brauchen Wagen übrigens unbedingt. Ich glaube, einer reicht gar nicht. Spaß. So, hast du es mal? Hier, die Werbung hast du gesehen? Nee, oh ja. Ich würde schon Casino Royale. Ja, Casino Royale. Die hat eine lange Brenndauer, das ist das Gute. 120 Sekunden. Ja. Okay. Und 36 Schuss. Und Deutschland. Ne? Ja, ja. Und Deutschland. Boah. Okay. Ja, zwei mit. Gute Wahl, gute Wahl. Was überlegst du noch, Nico? Ich überlege an der Power ab. Meinst du, die wäre gut? Bestimmt. Schnapp sie dir, Tiger. Ja, ja. Was sagt ihr dazu? Eigentlich sehr schön. Super geil. Folgende Szene zeigt einen Mann, der sich die Casino Royale kaufen wollte. Wir mussten natürlich direkt einschreiten. Machen die Jungs wohl etwa erstmal Kaufberatung? Die wollen sich die Royal Express selbst sichern. Die Royal Express. Genau so sieht das aus. Hier diese komische, irgendwo war sie vorhin einmal. Ja, ja. Wir haben sie aber auch wieder zur Sicherheit entfernt. Kaufberater Nico. Kann dieses Gerät auch sowas wie zoomen? Was ist hier los, Jungs? Was ist da los? Also, so, Lidl war wirklich erfolgreich. Ja, dann räumen wir ein, mein Lieber. Genau, er macht wie die Verkäuferin. Er macht gerade die Verkäuferin nach. Junge, jetzt mal treiben. Aber genau so. Und vielleicht noch ein bisschen. Sehr junges Lager, du bist. Ich hab wirklich. Also, das ist kein Zeitraffer, das ist noch viel besser. Wow, und ein neuer Rekord. Ja, dann bringt man den Wagen weg. Wir waren da eben im Lidl und es wollte sich tatsächlich jemand eine Casino Royale einpacken. Und wir sind dann zu dem hingegangen und haben gesagt, ey, das ist keine gute Wahl. Ey, Jungen, die wollen wir schon kaufen. Verpiss dich, nimm dir was anderes, haben wir gesagt. Ja, so sah es so nämlich aus. Nicht, die Casino Royale ist unsere. Auf jeden Fall konnten wir den Käufer abwerben und haben ihn von der Black Ice überzeugt. Also, ja, was ein Larry, oder? Jetzt hat er die Black Ice gekauft. Silvester 2K, wir erfüllen hier deine Forderung. Ja, wirklich. Und man sieht, glaube ich, auch ein bisschen, oder man hat, glaube ich, sogar ein bisschen davon gesehen, wie wir auf den Zug gegangen sind. Das war wirklich eine Ehrenangelegenheit. Das war sehr mutig von euch. Wirklich, ja. Helden. Daumen hoch dafür. Großes Problem ist, ich sehe nichts in meinem Seitenspiegel. Ja, du kannst. Kann ich? Ja! Immer noch. Gut. Okay, ab geht's überholen. So, kann ich hier wieder einscheren? Jo! Mein Kind ist eiskalt.
Wow! Jetzt geht's in Obi. Und was gibt's hier zu kaufen? Knallers. Aber die sind tatsächlich sehr gut. Das glaubt man gar nicht. Die Silberglitter von Nico. Kann ich sehr empfehlen. Ein Zerleger, Silberschweif. Und ein paar Spackschrauben. Oh, Unvulkan. Für 1,99. Richtiger Schrott. Der ist richtiger Schrott. Ja. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, kleinste Ware für 1,49 €. Geil. Immer mit dabei. Wir haben natürlich das Beste aus dem ganzen Laden gekauft. Jubeltrubel. Geil, ey. Dann noch hier ein Riesenvulkan, Powerbanks und ein paar kleinere Batterien. Und hier Raketen, genau. Legionär. Schön. So, weiter geht's. Ich flippe hier gleich aus bei dem Jungen. Wir sind jetzt in einer Dreiviertelstunde und wissen nach Warner geboren. Ja. Da in Arnsberg gewesen, dann in der Ecke in Arnsberg. Super. Balloons, echt. Danke. Bitte parkiert. Ist ja der Hammer. Yes. Ist am Lotsen. Organisiert man Arbeitsplätze in Deutschland. So nämlich. Danke, Kaufland. Er muss wieder einen auf den Wandern machen. Was ist das denn für ein Riesenladen hier? Voll der Riesenpuppe. Wie man gesehen hat, wir waren gerade bei Kaufland, sehr ernüchternd, leider keine Bloody Mary. Eine Alien haben wir uns gegönnt, alles andere, was ich holen wollte, war auch nicht da. Jedenfalls fahren wir jetzt fast eine Stunde zurück zum Penny. Boah, ey, ist das bitter. Naja. Nico, hier hast du geparkt. Ja, genau. Wir waren jetzt noch im Penny und haben Weco Kanonenschläge geholt. Die Attila und noch... Oh, eine richtig geile F1. Klasse 1 Stange ist das, oder? Oh ja. Jetzt fahren wir zum Netto. Nochmal. Und ich hoffe, dass er dieses Mal Leslie hat und nicht wieder Komet. Der muss Leslie haben. Es geht überhaupt nicht anders. Es war so im Prospekt angeschrieben. Dann wollen wir mal los. Aber es ist rot. Dann wollen wir mal los. Ihr Kinderlein, komm mit doch heim. Zum Netto. Ja, komm mit in Marken-Discount. Wir hoffen auf Leslie und nicht auf Komet. Fireworks and Balloons. Der Frauenmagnet. Ja, Leslie! Jawohl, Junge! Marken-Discount, die zweite. Und diesmal haben wir auch alles gefunden, sogar noch viel mehr. Wir haben hier dreimal das Cloudbusters. 12 Raketen, 5 Euro.
mit Zerleger, kann man nur empfehlen, von Lassie. Mhm. Dann haben wir hier die Wunschraketen, wovon außerdem 1 Euro jeweils gespendet wird. An welche Aktion? Das ist hier die Make-A-Wish Foundation. Make-A-Wish Foundation, ja, wer kennt sie super nicht? Super Aktion. Ja, hier haben wir auch noch abgelaufene Glückskekse gefunden. Abgelaufen am 30.11.18. Immer mit dabei, ne? So, und den Nico lassen wir jetzt hier alleine einräumen. So muss das sein. Alles gut. Ach, ich muss mir noch ein Prospekt für meine Sammlung holen. Oh, wir haben uns jetzt so richtig schön gestärkt in der Frittenbude. Ja, wir waren jetzt auch seit 6:30 unterwegs, muss man sagen. Also wie lange? 7,5 Stunden? 7,5 Stunden. 7,5 Stunden für 7 Läden. Sauerland macht's möglich. Da kommt Freude auf. Jetzt sind wir gleich wieder beim Balloons. Dann wird alles aufgebaut und dann sehen wir uns, würde ich sagen, gleich. Ja, gleich zum Aufbau wieder, oder? Oder zum Ausbau aus dem Kofferraum. Ja, das wird genau, auch nochmal sehr interessant. Ausbau. So, tschüss, bis gleich. Hey! Hey! Telefonmann! Es macht Ringelding, es macht Ringelding. Das ist jetzt der Gesamteinkauf hier. Schokobrötchen auch. Ah, wer hat die denn mitgebracht? Mein Kameramann, der hat uns übrigens schon verlassen. Der hat einen polnischen Abgang gemacht. Ja, wirklich. Nicht die feine Art. Packen wir mal alles aus und sortieren dann. Los. Oh nein, nicht wieder so. So sieht's aktuell aus. Schöne VfL-Jutebeutel. Ja, ich überlege gerade, wie ich den am besten platziere, damit wir den noch ins Video kriegen. Ja, natürlich. Wir bauen jetzt hier gerade alles auf, aber der Sutze macht das wirklich gut. Danke, danke. Wenn der Sutze eins kann, ne, dann ist das hier so. Ja, absolut. Da hört es dann aber auch das, auf. Das kann man als Chemiker. Ja. So, wo schaffst du heute noch, Nico? So, hier sind wir. Ja, das ist überhaupt nicht einfach. Ich wollte eigentlich nur ein Bild vom Nico machen hier. Also, mal ganz ehrlich, schreibt doch mal in die Kommentare, wie geil ist dieser Anblick bitte auf einer Skala von 1 bis 10 jetzt gerade. Schon eine 10 von 10, würde ich sagen. Eine 10 von 10. Oder? Sieht bequem aus. Ich glaube, du kannst dich darauf sogar halbwegs abstützen. Moment, die Goldbatterien sind von mir, da stützt du dich aber nicht drauf ab. Habt ihr gerade das gesehen? Das war der Einkauf. Wir haben extra einen Weg zwischen den Artikeln gelassen, damit man hier so krass posen kann. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank an Christian, der jetzt aber abgehauen ist. Dann natürlich vielen Dank an Sozio0 und natürlich an den jetzigen Kameramann Pyrofreak HD Hendrik. Insgesamt haben wir ausgegeben vielleicht so 400 Euro. Ich bin ungefähr bei 200. Es waren genau 257,54 Euro habe ich ausgegeben. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da. Danke fürs Zuschauen. Bis dann und haut rein. I remember you.